Am vergangenen Wochenende verwandelte sich die Platanenallee auf Tübingens Neckarinsel in eine kunterbunte Kulturallee. Die Besucherinnen und Besucher erwartete an einem sonnigen Septembersonntag eine Veranstaltung für Jung und Alt mit einem breit gefächerten Angebot von klassischer Musik über Jazz und Rock bis zu Theater. Ursprünglich war der Kulturspazierweg als Corona-Konzept für Künstler und Publikum gedacht. Die positive Resonanz zeigt jedoch, dass sich das Format wohl auch für postpandemische Zeiten eignet.